ich überlasse es jetzt einfach mal euch. Schreibt einfach unten drunter, was ihr meint, für wie viel ich dieses Fahrzeug verkaufen kann, soll, wie auch immer. Scharf. Einen wundervollen guten Morgen, herzallerliebstes Zuckerschneckenpublikum. So, jetzt gibt es ein kleines Update von unserem wundervollen W123 Ringeltauben-Mercedes aus erster Hand und komplett jungfräulich. So, wir haben das Fahrzeug komplett, die ganze Karosse absolut durchleuchtet auf Herz und Nieren und es ist wirklich unfassbar. Dieses Auto muss wirklich nirgendwo geschweißt werden. Ich habe zuerst gedacht, weil hier vorne an der Stoßstange, da ist so ein bisschen was gewesen. Die war so ein bisschen, die hat sich so bewegt. Und da habe ich gedacht, dass hier ein riesen Rostloch drin ist. Und da habe ich geguckt, nee, da hat einfach hinten nur die Mutter gefehlt. Und hier war eine ganz leichte Anrostung. Da war Rostumwandler, alles rausgemacht. Und hier einmal alles neu gemacht. Das ist jetzt nur Füller. Und das ist das Einzige, was wir lackieren müssen. Hier vorne diese kleine Ecke. Dann die komplette Heckklappe lackieren wir, weil hier unten an der Zierleiste so ein ganz leichter Fluchrost war. Und deswegen lackieren wir natürlich einmal die ganze komplette Heckklappe. Und dann hatten wir hier hinten hier eine kleine Beule. Das seht ihr auch auf den ersten Videos, wo ich diesen Carporn gemacht habe. Da sieht man auch hinten diese kleine Beule. Und das wird auch lackiert. Ansonsten ist alles im Originallack. Bedeutet, jetzt wird das Auto noch lackiert, die Kleinigkeiten. Wird noch komplett poliert, alles richtig schön sauber gemacht. Dann haben wir noch ein Problem hinten mit der Niveauregulierung. Da ist der Niveauregler wahrscheinlich kaputt über die Jahre vom Stehen undicht geworden. Da gibt es aber Überholsitze für und wenn nicht, dann kaufen wir den eben neu. Und dann hebt er sich hinten auch ordentlich an, dann sieht er auch gut aus. Also eigentlich im Prinzip nur, gut, gefahren sind wir auch noch nicht damit. Der muss erstmal nochmal einen Langstreckentest kriegen. Bedeutet, ich fahre da nochmal so 500 Kilometer drauf. Schau mir das an, dass auch die Temperaturen alles gut ist soweit. Das Öl schmeißen wir auch vorsichtshalber nochmal raus. Niveauregulierung, wie gesagt, machen TÜV drauf, Haar drauf, alles durchgeputzt. Ja, und dann kann sich irgendeine Liebhaber-Zuckerschnecke, die Lust dazu hat, um dieses Auto, ja, keine Ahnung, Interesse bekunden, bewerben, wie auch immer. Ruft mich einfach an, wenn ihr Interesse habt an diesem absolut einmaligen, unglaublichen Fahrzeug. W123 280e, Erstzulassung 1978 aus erster Rentnerhand, absolut ungeschweißter Originalzustand, grün, Textil, Automatikgetriebe, Schiebedach. Ja, ansonsten hat er hinten Niveauregulierung, Anhängerkupplung, weil Opi ist damit ja einmal im Jahr nach Italien zum Urlaub gefahren mit einem Bootsanhänger. Wie gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden, wir zeigen euch das auch noch weiter. Das ist ja auch gerade interessant, weil die 78er, die haben ja gerostet ohne Ende. Und das war eben halt der Vorteil. Das Auto wurde eben halt nach dem Versterben des Besitzers wurde er eben halt von der Witwe eingemottet und hat, wie gesagt, 34 Jahre in einer trockenen und beheizten Garage gestanden. Deswegen ist dieses Auto auch so einmalig, ne? Von der Historie her und vom Zustand her, ja sowieso. Guckt euch die nächsten Videos an und begleitet uns, bis das Auto komplett fix und fertig ist und einen neuen, glücklichen Sammler, Besitzer, Nutzer, wie auch immer, gefunden hat. So wie ihr seht, der wundervolle W123 ist aus der Lackierkabine raus und ich will euch auch das Ergebnis zeigen, obwohl es noch gar nicht so zeigfreudig ist, weil er ist immer noch genauso dreckig, wie er 34 Jahre lang in der Garage gestanden hat. Aber wir hatten ja so zwei, drei kleine Sachen entdeckt und da habe ich gestern schon so ein bisschen gefilmt und das zeige ich euch, das Endergebnis. Des Weiteren habe ich eine E-Mail gekriegt, was das Fahrzeug im Endeffekt kosten soll. Da schrieb mich gestern einer an, ja, mein Vater hat genau dasselbe Auto gehabt, ich hätte den gerne gekauft. Ich habe aber nur ein Budget von 15.000 Euro oder 14.500 Euro oder sowas. Ne? Ja, hört sich fair an, hört sich auch für viel Geld für so ein Auto an, aber wenn man das richtig betrachtet, da kriegt man das Fahrzeug leider nicht für. Die 123er sind A, sehr, sehr teuer geworden. 280er kriegt man überhaupt nicht als
als Automatik, vor allen Dingen nicht mit wenig Kilometern, nicht ungeschweißt, nicht mit einer lückenlosen Historie und so weiter. Ein kurzer Einschnitt von mir. Ich habe mir lange überlegt, zu welchem Preis ich dieses Fahrzeug anbieten sollte, was dieses Fahrzeug wert ist und was fair ist. Und es ist ja auch, was ist es denn, ein Sammlerobjekt, ein Herzensfahrzeug, eine einmalige Gelegenheit, wie auch immer. Nichtsdestotrotz soll er auch wirklich in gute Hände gehen. Und ich bin mal gespannt. Ich überlasse es jetzt einfach mal euch. Schreibt einfach unten drunter, was ihr meint, für wie viel ich dieses Fahrzeug verkaufen kann, soll, wie auch immer. Also dieses Angebot von 14.500 Euro, was ich per E-Mail gekriegt habe, das wäre ich auch gerne eingegangen, aber so die Größenordnung und auch mehr habe ich auch für das Auto bezahlt. Und einen 230er, wo es wie Sand am Meer von gibt, irgendwie auch als Schaltgurken oder sowas, mit 150.000 gelaufen, liegen mittlerweile schon gute Exemplare zwischen 14.000 und 17.000 Euro, sag ich jetzt mal so. Ne? Das ist ein 280er. Ist was anderes, gibt es eben halt ganz, ganz wenige von den 78er, wie ich schon gesagt habe. Schreibt einfach bitte mal unten drunter, was ihr meint, was das Auto wert ist und für wie viel er weggeht. Und wer ihn haben möchte, der kann mir auch gerne ein Angebot machen. Will mir eine E-Mail schreiben auf info@autogasteileshop.de oder mich eben halt anrufen, ne? So wie ich erreichbar bin unter 05531 996 4097. Ihr kennt die Nummer. Ja, viele Zuckerschnecken haben mich ja schon angerufen. Ja, ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt und freue mich auf eure Antworten, auf eure Spekulation, wie viel das Auto wohl so wert ist, wie viel es bringt und im Endeffekt werde ich das natürlich auch im Video mitteilen, wie viel ich für das Fahrzeug gekriegt habe. Das war ja bei dem Ford Transit auch schon so, denn der ist ja glücklicherweise für 18.000 Euro weggegangen. Da hat sich ja auch ein richtiger Liebhaber gefunden, weil dieses Auto wirklich absolut einmalig ist. Momentan steht er noch ein bisschen bescheuert da, sieht er noch ein bisschen doof aus. Ich zeige euch jetzt ein bisschen Detailaufnahmen, so ein klein bisschen, was wir gemacht haben. Und zwar die Heckklappe haben wir ja komplett lackiert. Die wird noch ein bisschen poliert, durch sind noch ganz minimale Staubeinschlüsse drin, ist klar, bleibt nicht aus. So, dann haben wir hier unten die komplette Kante lackiert. Da war ja hier eine ganz, ganz, ganz kleine Beule drin. Deswegen haben wir dieses Seitenteil einmal komplett lackiert. Sieht jetzt auch schon mal, ist also wie gesagt noch, ich zeige euch das jetzt roh, ne? Ich will keine Hochglanz-Prospekt-Videos machen, sondern wie gesagt, er stand so 34 Jahre in der Garage. Ja, das muss man sich mal angucken. Also, es gibt keinen 78er, der absolut ungeschweißt ist und wo nichts dran rumgefuscht worden ist. Dieses Auto steht in einer Woche hier wie aus dem Laden. Er wird noch komplett gereinigt, es wird noch alles aufbereitet, so, und die Ecke auch. Hier war eigentlich gar nichts zu sehen. Ich habe nur gesehen, die Stoßstange war locker und dachte mir, oh, da ist da bestimmt ein Rost noch drin. War gar nicht, ne? Wir haben es trotzdem ordentlich lackiert. Wird noch hier anpoliert so ein bisschen. Ihr seht, wir haben nicht den ganzen Kotflügel lackiert. Das Schöne ist, man kann bei dem Auto natürlich auch, weil der zu 95% oder sagen wir mal 98% Originallack hat, auch überall mit dem Lackdickemesser dran gehen. Ne? Und das ist alles, wie gesagt, Originallack. Und wenn der komplett aufpoliert ist, der Chrom, alles innen drin, ist ja sowieso super sauber. Die absolute Zeitkapsel, ihr habt das ja in den anderen Videos gesehen, absolut völlig neuwertig, Lenkrad voll genabt noch. Türenverkleidung, alles wie aus dem Laden, dann hat man einen wirklich brandneuen 78er, 280er Mercedes in der Garage stehen, im Zustand 2 plus, eins besser als neu, ne? Gibt es eigentlich im Prinzip nicht und ist auch verpönt, aber einmalig. So, was haben wir noch dran zu machen? Was haben wir denn jetzt überhaupt alles gemacht? Wir haben die Kraftstofffördereinheit komplett neu gemacht. Seht ihr in den vorigen Videos, aber ich glaube, ich werde mal so eine Art Re-Upload dann auch machen, dass ich die vorigen Videos zusammenschneide, wie wir das Auto gefunden haben, wie wir ihn hierher transportiert haben, wie wir die Kraftstoffpumpeneinheit erneuert haben. Dann haben wir ja die Wasserpumpe neu gemacht, wir haben den Kühler neu gemacht, wir haben die Flüssigkeiten alle getauscht, wir haben, Richie, hilf mir mal, was haben wir noch alles gemacht? Kühler, Wasserpumpe, Flüssigkeiten, Kraftstofffördereinheit schon gemacht, Zündkerzen, Zündkabel. Was denn noch alles? Ja, und jetzt hängt er hinten noch, er hat eine Niveauregelung, was auch selten und Aufpreis ist. Was? Reifen haben wir schon drauf, ganz genau. Da hat er, wie gesagt, eine Niveauregelung, deswegen hängt er noch ein bisschen im Arsch. Da ist der Regler kaputt, das passiert oft, wenn die Autos lange stehen. Da müssen wir jetzt den Regler noch neu machen.
Und ja, alles komplett fertig machen, aufbereiten und dann steht er wie neu da. Wer wirklich Interesse, ernsthaftes Interesse an diesem Fahrzeug hat, er wird ihn abholen können mit Neu-TÜV, Neu-Haar, absolut makellos, wie aus dem Werk. Ein einmaliges Fahrzeug, wer Interesse hat, kann sich melden. Und es tut mir leid, dass wir diesmal keinen günstigen verkaufen können. Ne? Ich hatte letztens ja auch diesen 200er Diesel auch für 4.000 Euro verkauft. Es geht ja nicht hier um irgendwie um Wucher oder so. So ein normaler 230er mit 150.000 Kilometer wird schon als Schaltwagen wird gehandelt mit 13, 14, 15.000 Euro. 280er sind immer gedroschen worden auf Langstrecke und gibt es ganz, ganz wenig als Automatik mit Schiebedach und alles aus erster Hand mit 70.000 Kilometer. Oft. Aber ich denke mal, da wird sich schon gut jemand finden lassen, der weiß, was das Auto wert ist und das Auto auch fährt. Ich habe auch hier, ich habe auch einen Wackeldackel gekauft, ne? Sitze, alles wie neu, wisst ihr ja, schön grün. Wackeldackel ist drin, Moment. Mal wackeln lassen. Ey, das, doch, der wackelt, jawohl. Und Klorollen, Strickklorollen, Überzug in, naja, möglichst in Wagenfarbe. Passt doch schon ganz gut, ne? So muss das Auto aussehen. Okay, meine Lieben, ja. So viel zum 123er, nachher geht es noch weiter mit Umrüstfahrzeugen, die wir hier haben. Schönen alten T4, ein ML320, Standardfahrzeug. Ja, und hier haben wir einen ganz, ganz brandneuen Kia Proceed, der eine Prinz VSI 3.0 DI bekommt. Von unserem Dümchen, ne? Ein nächstes Video, dieses ist nur ein 123er Video, damit die Jungs mal auf dem Laufenden gehalten sind. Und vielen, vielen Dank fürs Gucken dieses Videos. Im nächsten 123er Video geht es weiter. Aufbereitung, alles richtig schön, TÜV-Abnahme und so weiter. Freut euch drauf. Bis später.